Gehen wir unser London-Lock. Wo ist der hier geht? Es ist 6 Uhr, nee, 7 Uhr. Und so wie es jedes Mal ist, hat die Dame wieder was vergessen. Lauf, lauf, lauf! Hast du abgeschlossen? Ach, Fedomasch, guck mal, Aslan, Aslan, Aslan. Und so, es geht zum Bahnhof. Was hast du vergessen? Schal und Mantel. Schal und Mantel. Ticket nicht dabei. Bevor da Dings ist. Leute, wir sind am Flughafen mit der Clique und es geht nach London. Der Herr beharrt darauf, dass er hier auf jeden Fall Kaffee trinken möchte. Hey. Hey. Danke für den Check-in, Juri. Hier ist die alte Dame. What's your purpose? What's your purpose, bitte? Es geht übrigens nach London. Auf jeden Fall drin, Leute. Und wir brauchen auch nicht auf irgendwelche Gepäckstücke warten, weil wir sind alle nur mit Handgepäck geflogen. Mega chillig. Reingeschafft. Wie ist es so als Nicht-EU-Bürger? So stell dir das Ganze so da, als hättest du einen afghanischen Pass oder so, Alter. Ich hab einen türkischen Pass. Ja, sag Nedeltecik, bis du reinkonntest. Ich bin der Check, wir mussten einfach nur einen Liter warten. Wir mussten nach Düsseldorf. Pass auf, Morten, hast du in der BIQ so Rüstung geschmissen, Sergeant. Danach ging. Nee, Leute, jetzt mal ehrlich. Also, wir mussten nach Düsseldorf wegen Osans Visum. Wir mussten zu Hause alles schon im Vorhinein ausfüllen. Die haben wirklich so viel gefragt, also bis hin zu seinen Eltern, zu dem Einkommen seiner Eltern, mein Einkommen. Also die haben uns ausgefragt, bis zum geht nicht mehr für dieses Visa. Dann mussten wir nach Düsseldorf, da wurde dann nochmal ein Foto gemacht, Fingerabdruck. Und dann hatten wir echt Angst, dass das Visum nicht mehr ankommt. Aber es ist auf jeden Fall angekommen, weil im Internet stand dann, es kann 5 Wochen dauern und sowas. Also dieses Visum für diesen 4-Tage-Trip hat jetzt knapp 270 Euro so gekostet. Also ich finde es viel zu viel. Dafür kannst du schon ein Amerika-Visum haben. Kaufen wir jetzt erstmal hier unsere Tickets ein, damit wir mit der Bahn auch zur Unterkunft kommen. Beziehungsweise mit der Metro hier. So Freunde, wir sind endlich angekommen in London. Wir sind jetzt in der Metro. Mit den ganzen Guys. Super besser als Marmaray. Das kann ich sagen. Mann, 14,40 pro Person. Das heißt, für 4 Tage, wie viel zahlen wir? Für 4 Tage insgesamt pro Person? An Reisekosten, also nur an U-Bahn kosten. Auf jeden Fall geht es jetzt in unser Apartment. Irgendwie müssen wir doch ein bisschen laufen. Ne? Ich sage, irgendwie müssen wir doch ein bisschen laufen. Du bist doch einfach mein Löwe und mein Bär. Gut. Wofür hat man sonst einen Mann geheiratet? Dankeschön, mein Löwe, mein Bär. Also bislang sind wir nur in Ghettos unterwegs. Ja, ich glaube, der hat uns einfach in Köln abgesetzt, der Flieger. So, das ist übrigens unser Apartment, wo wir verweilen werden. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Super, Video überwacht, überall Kameras. Leute, folgendes Problem, wir kommen nicht in die Unterkunft rein. Wir kommen nicht rein, die sagen erst ab 15 Uhr, die wollen nichts dran tun, die sagen, es ist noch nicht sauber, ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber jetzt müssen wir einfach 4 Stunden mit den Koffern irgendwie in London verbringen. Hauptsache, ich habe eben noch meinen Mann gelobt, bis er meinen Koffer trägt. Aber ich muss sagen, das Wetter ist echt schön. Die Mädels haben alle dicke Winterjacken mitgenommen, aber ich habe einfach eine dünnere Winterjacke an. Der Winterjacke, Mantel an. Und es geht übelst klar. Was ist jetzt der Plan? Wenn ich wieder so hier gibt es einen Starbucks in 200 Metern. Was machst du? So, jetzt nicht hier die ganze Europa ja mit den Koffern. Niemals! Alfred! Erstmal hier zu so einem Starbucks gekommen, hier direkt bei uns
bei unserem Apartment, weil wir wollen jetzt erstmal planen, was wir hier machen können, damit wir nicht planlos durch die Gegend laufen. Also Leute, wir saßen jetzt bei Starbucks und haben uns entschieden, wir haben jetzt noch wie lange haben wir noch? 2,5 Stunden, ne? Ja. 2,5 Stunden, bis wir einchecken dürfen in unser Apartment. Und wir haben gesagt, wir gehen jetzt einfach ein bisschen rum und schauen, was wir hier so lange Zeit ziehen können. Was ist los? Eine Pause. Was hast du gesagt? Der Tower of London ist echt hässlich. Ist nicht mal da. Unser ist nicht mal da. Schon enttäuscht. Aber Tower Bridge ist schön. Wo hast du es denn gesehen? Auf Bildern. Los, go. Mit dir rede ich nicht. Wieso? Şurada buranın da Ortaköy camisi burası. Millet burada resim çekiniyor. Nein, das ist Boğaz Köprüsü. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier an der London Tower Bridge und die Jungs sind gerade da vorne und schauen, ob wir eine Bootstour machen könnten. Wir haben auf jeden Fall noch, wie lange noch? 1,5 Stunden? Korrekt. Noch 1,5 Stunden, dann dürften wir auch in unser Hotel und das endlich beziehen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich will mich umziehen. Und ja, wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Wir haben richtig schönes, sonniges Wetter gerade. Can I get one more? Four? Was kommt da? Eine Portion hat übrigens 12,50 gekostet. Erstmal Tomato. Das sieht schon gut aus. Alter, was für eine Pommes. Okay, wir probieren jetzt die Pommes. Voll echt lecker. Hallo, ich bin ja, ich mag ja echt keinen Fisch, muss ich sagen. Also ich bin echt nicht so der Fischtyp. Nicht so, wow. Pizza, was sagst du? Die Pommes sind richtig lecker. Richtig lecker. Boah, der Fisch ist eine 1 plus. Ehrlich? Also 10 von 10? 100%. Was sagst du? Auch 10 von 10. 5 von 10. Ah, sind doof. Ein bisschen Salz steht drauf. Hast du nicht drauf getan? Doch. Das schmeckt aber voll gut. Das ist halt so ein ganz normales, ist ein bisschen besonderes. Es schmeckt, finde ich, jetzt nicht so ein Fischfisch. Weißt du, ich meine? Es schmeckt nicht nach Fisch. Es schmeckt eher so nach Fleisch. Nach Hähnchen. Wir wollen uns auch nicht zu voll fressen, weil wir wollen ja auch noch später am Abend irgendwo was Richtiges essen gehen. Restaurant oder so. Frau, hier geht's. Wie ist es bislang? Gut. Mit dem Koffer? Geht. Geht so, ne? Aber gut. In 2 Stunden sind wir die los. So, jetzt geht's aber wirklich ins Apartment. Wir haben es geschafft. Wir sind in unserem Apartment, aber es wird gerade noch gereinigt. Voll schön, ne? Okay, ist jetzt nicht sauber. Ist jetzt nicht so krass wie Kalkan, aber es ist schön. Okay. Es ist echt schön. Was machst du gerade? Er hat ewig so zum Auge. Leute, wir losen jetzt die Zimmer aus. 1, 2, 3, Auge. Kollege, ich muss den. Nein! Nein! Ich hab das vorgeschlagen. Ich hab's nicht. Oh, das hat den Koffer schon so positioniert. Aber in welches Zimmer? Nächster 1. Können wir nochmal auseinander. Da wir jetzt die Zimmer ausgelost haben. Das ist das auf jeden Fall dein Zimmer, oder? Ja. Und hier bin ich ja nicht. Check. Check, so ein Check. Check, so ein Also Leute, jetzt ja, kommt die Ruhe. Also das ist jetzt unser Zimmer hier. So. Sag mal. Mit meinem Mann. Was du nimmst? Hier ist Bart. Oh, oh, Fucker. Ihr seid ein Problem. So Leute, das ist das Bad. Richtig schön mit Dusche. Und wir müssen so lachen, weil
Das Zimmer, was Betül und Elhan ausgelost haben, das hat kein Badezimmer im Zimmer. Das heißt, die müssen dann halt immer rumrennen und deswegen haben wir gelost. Auf jeden Fall richtig schön. Hier ist das Badezimmer, wie gesagt. So. Dann geht's weiter hier bei denen. Das ist deren Zimmer, auch vom Stil her gleich. Ja, das war wieder klar. Hast du super ausgewählt, ehrlich. So. Hast du super ausgelost. Dann hier ist deren Bad. So sieht das aus. Das ist noch das andere Schlafzimmer. Das brauchst du nicht zeigen, ne? Nee, auch Einbauschrank, also richtig schön. Und hier ist dann sozusagen auch das Bad. Ja, das ist noch das andere und letzte Bad. Das ist halt nicht im Schlafzimmer und deswegen haben wir halt gelost. Und dann geht es halt hier weiter mit dem Wohnbereich und da hinten Küche. Die Küche ist echt schön und Essbereich. Welcome. Wir sitzen in der Bahn oder Metro. Und wohin geht's jetzt? Ist zu lösen. Ja, ne? Der New York's Times Square auf Wishbestellung. The next station is Tower. Kaschmir, oder? 100%. Wir werden irgendwann mal mit den Sparing machen, ne? Inshallah. So, wir sind. Das ist das hier raus oder hier? Ich kenne das nicht, aber. Da, wo Leute, wie geil sieht das aus? Wow, Hammer! Leute, Planänderung. Wir gehen in ein anderes Restaurant. So, wir haben uns jetzt in ein Restaurant gesetzt und fangen an zu essen. Hier gibt es Teller Steak auf jeden Fall. Apfeldosen, Leute. Ist das medium rare? Nein. Jetzt probieren. Jetzt habe ich probiert, das war lecker. Probiert? Und? Okay. Bis vor. So, weil uns das Essen nicht geschmeckt hat, haben wir als Entschädigung einfach Desserts bekommen. Das finde ich zum Beispiel echt aufmerksam, muss ich sagen. Einmal mit der Dings rein. Ja? Einfach als Kuchen, weil das ist viel zu viel. Wir haben auf jeden Fall Angst vor der Rechnung. Ich sag 150. 230. 30? 230. 215. Was hast du gesagt? 215. Aber guck mal, was haben wir jetzt auch? Also morgen essen wir Street Food. Also Leute, unser Restaurant war ein Flop. Wir haben so viel Geld gezahlt für den. Das hat echt auf jeden Fall nicht geschmeckt. Steak war eine Katastrophe, obwohl es halal war. Dann haben wir jetzt komplett nochmal Getränke und Nachtisch aufs Haus bekommen, aber das hat den ganzen Braten nicht besser gemacht. Kommt hier nicht hin. Wir schreiben euch auf, wie das heißt. Kommt hier nicht hin. You want a party? Sehr viel los hier. Scheiße. Aşkım derbi mi var Galatasaray Fenerbahçe? Vallahi irgendwas var ama ne var bilmiyorum.
Herde Derby war yani. Mach aus! Mach aus! Hey, dinle beni. Kapat valla kapat. Ayıp bir şey söylüyorum. Ja, sehr liebe Kiel. Yarın maç var. Das Spiel ist erst morgen. Das ist vorglühen hier. The next station is... Ich war jetzt hier noch schnell was geholt. Na? The next day. Wir haben uns fertig gemacht. Das ist hier mein Look. Darüber kommt noch so ein Pulli, den ich mir über die Schultern hängen werde. Also casual schick, würde ich sagen. Die Mädels sind auch schon fertig, die Jungs auch. Und ja, wir fanden ein paar Minuten jetzt raus brunchen. Klassenfahrt. Einmal zum Beispiel. Ich glaube, wir haben jetzt was zum Brunchen gefunden hier, Leute. So ein kleines süßes Café direkt hier in der Nähe von Buckingham Palace. Ich schreibe euch einmal auf, natürlich, wie das heißt. Wir haben uns jetzt hier in eine Bäckerei gesetzt. Und alles, was ihr hier seht, hat wie viel gekostet, Alter? Aber das müssen wir nicht. 82 Pfund, ne? Also das alles hat 82 Pfund gekostet. Das ist schon echt übelst teuer. Aber ja, ab hier draußen, die Location ist sehr schön. Wir sind im Buckingham Palace. Ja, wir sind davor. So sieht das aus. Warst du hier schon mal? Ja. Das, wo die königliche Familie ist, oder? Ja. Stimmt das? Ja. Also die königliche Familie bleibt hier auf jeden Fall. Prinz Charles ist wahrscheinlich, weil die Queen ist ja schon verstorben. Ja, haben wir jetzt auch gesehen. Dann geht es weiter zur nächsten Touri-Attraktion. Hier Bilder gemacht und latschen gerade weiter bis zum Big Ben. Wir laufen gerade in der Straße vom Big Ben. Es ist richtig kalt und voll. Und es geht zu London Eye, oder? Nee. Navigation! Navigation! Wohin geht's? Wohin geht's hin? Eine Aussicht. Der liegt mir wirklich in London Eye. Warst du hier schon mal? Ja, ich war nicht drauf. Ich auch nicht. So läuft das, Leute. Eure kontaktlose Karte haltet ihr dran und dann könnt ihr sozusagen damit zahlen. Aber, Schatz, wie war das? Nur eine Karte? Ja, also man braucht eine Karte pro Person. Man kann nicht mit der gleichen Karte zwei Fahrten bezahlen. Melissa, wohin gehen wir? Jubilee ist hier so ein Borough-Markt. Borough-Markt. Okay, wie heißt die Station? London Bridge. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie kalt London ist. Es ist unglaublich kalt. Meine Hände, ich spüre die gar nicht mehr. Okay, wir sind da am Borough Market, ne? Yes. Ja, was gibt's hier? Unterschiedlichste kleine Lokale, wo man essen kann. Food Spots. Hallo. So Leute, hier werden gefüllte Donuts verkauft. Die sind auch richtig safe. Die gehen auch noch teuer, ne? Weil die sind so mini. Die fahren nicht voneinander, ne? Test. Und? Hast du Cheesecake? Ja. Sehr lecker. Wie viele Punkte? Von 10. 9. Ehrlich? Probier mal meinen. Was ist deins? Sea Salt Caramel. Schmeckt nicht daran, wenn ich will nicht. Ist gut? Wo sind wir? Nein, doch. Noch London Bridge. Tower Bridge ist genau hinter mir. So, wir sind jetzt wieder hier zur Tower Bridge gekommen.
Wir waren eben kurz bei Starbucks, haben uns was Warmes zu trinken geholt. Es geht auf die Tower Bridge. Ja, was hast du eben die ganze Zeit gesagt? Ich habe gesagt, dass es eine Treppe gibt und alle anderen haben gesagt, es gibt da keine Treppe. Vor allem Betel hat gesagt, hier gibt es keine Treppe, lass uns über die Hauptstraße kommen. Das stimmt nicht. Unsere Reiseführerin ist Betel und wir sind gar nicht zufrieden. Mit dem Rotor Felgen. Ey, nicht die Schuld auf mich schieben. So, das ist die Tower Bridge. Unsere erste Busfahrt mit dem Doppeldecker. Wir fahren jetzt auf jeden Fall hier mit dem Doppeldeckerbus. Bist du schon mal hier mitgefahren? Ja. Ey, irgendwie London, da Jukarta hier weg, das ist unglaublich. Schon geil, als Street-Pizza, aber ist echt geil. Das ist 16 Dollar. Ja, der Laden sieht echt cool aus, muss ich sagen. Die nächste Pizza ist auch da. So, jetzt sind alle Pizzen gekommen. So, sagt was, ihr probiert ja schon. Ist gut? Ja, Profi. Sorry, aber ich muss. Hä? Es schmeckt anders. Ehrlich? Also es schmeckt gut, aber es ist anders als die Pizzen, die jetzt die Pizzen gegessen haben. Leute, wir haben einfach 10 Pizzen gegessen, weil das war ja all you can eat. Wir waren einfach 3 Stunden oder so in dem Laden. Ne? Haben wir gezahlt jetzt für alle zusammen? 16 mal 6 Personen, 96. Ja. Wir sind einfach K.O. Wir fahren jetzt nach Hause, beziehungsweise wir gehen. Wir sind richtig K.O. Wie spät ist es? Etwa nach 9 oder so, ne? Neuer Tag, Leute. Wir haben direkt hier bei unserem Apartment auf der Straße so ein kleines Café gefunden und haben jetzt hier ein Frühstück bestellt. Ist okay, oder? So sieht der Laden aus. Ganz klein. Aber die Portionen waren klein, deshalb mussten sich die Jungs auf jeden Fall nochmal neue Sachen bestellen. Die sind die ganze Zeit nur am Bestellen. Wir gehen jetzt ins Museum. Zeig mal dein Outfit. Wer hat zusammengestellt? Meine Frau. Schön. Zeig mal dein Outfit. Ich mag die New Balance Schuhe nicht. Ich mag die New Balance Schuhe nicht. Die New Balance Schuhe mag ich nicht. Warum? Für die Kamera einmal hinten halten. Wann geht's heute? Wir gehen jetzt erstmal ins National History Museum und später geht's auf den Captain Market. Und Leute, könnt ihr einfach eure Karte vorhalten und dann könnt ihr mal durch. Jetzt. Also Furkan und ich, wir sind richtige Kaffee-Junkies. Egal wo wir sind, wir die ganze Zeit die Kabel immer aussack, ja? Ich glaube, den können wir uns. Ach, Starbucks. Starbucks. Wir sind der Göse mit Hemd. Oder ja, wir sind der Göse. So, wir sind jetzt da im National History Museum. Und kennst du den Film Nacht zum Museum? Da ist es genauso. Also, wie findest du es? Es ist sehr, sehr ausgiebig und sehr detailliert, aber es ist halt nichts für mich, weil es so nicht meine Interessenfelder sind. Die, das ist aber sehr gut für Leute mit Kindern, oder? Ja, aber auch britische Museen gibt es ja auch. Ja. Aber ich finde generell, dass das Museum für Leute mit Kindern sehr interessant ist. Schulgruppen. Ja, und hier sind echt viele Eltern mit ihren Kindern, Leute. Also, falls ihr Kinder habt und mal in London seid, auf jeden Fall einen Besuch werden. Ist jetzt hier in ein Café gesetzt, wo die diese gefüllten Croissants haben, Leute. Und ich habe jetzt hier auch mir einen bestellt mit Pistazie. Die Mädels haben schon gegessen. Wir werden noch eben mit Ostbilder und Videos machen. Und ja, ich werde den jetzt probieren.
Wir sind jetzt hier zum Marble Arch gekommen und gehen jetzt zu Primark. Wir waren auf jeden Fall davor noch im Harrods in Kensington. Ja, aber da gab es jetzt echt nichts. So, da gab es nur so diese Luxusläden, Designerläden. Fummeln wir noch ein bisschen. Wir haben ja schon die ganzen Touri-Attraktionen eigentlich irgendwie gemacht. Und gleich geht's auf jeden Fall dann noch zum Camden Market. Da wollen wir essen. So, Friends, wir waren jetzt die ganze Zeit bummeln, waren shoppen und jetzt sind wir in Camden und gehen zum Camden Market. Wir haben richtig Hunger. Also der Camden Market hat keinem gefallen, deshalb haben wir da auch nicht gegessen. Aber an sich, was denn? Einfach zu empfehlen. Sie sind schwindelig. Doch, sie muss hier leben. Das ist so ein türkisches Restaurant hier, wo wir sind. Und der Hauptgang ist auch da Nolde. Das will nicht nach Fleisch schmecken, aber Nolde, okay. So, guten Morgen, Freunde. Es ist der letzte Tag heute und wir sind im Frühstückslokal. Wir haben ausgecheckt, wir haben unsere Koffer mitgenommen, haben aber noch bis heute Nachmittag Zeit. Aus diesem Grund, wir sind hier heute mit unseren Koffern unterwegs. Die Lara hat ein bisschen länger gebraucht, aber wir sind ausgecheckt. Ich weiß nicht, was heute der Plan ist. Was wollen wir noch sehen? Mein Plan ist, bei Starbucks zu chillen, so lange wie möglich. Ansonsten sind wir hier und gleich wird gegessen, gleich wird gefrühstückt. Hier ist eigentlich gutes Halal-Food. In unserem Vlog fehlen auf jeden Fall auch nochmal unsere Reisepartner, Reisebuddies. Das ist Furkan. Ball-Chicken. Der Ball-Chicken. Das ist Frau Baldiamet, Herr Yigit, Frau Yigit, meine Frau und das bin ich. Also ich muss jetzt schon sagen, die London-Reise in der Konstellation hat mir natürlich sehr, sehr gut gefallen mit den Leuten, mit denen man hier ist. Aber ansonsten fand ich es persönlich sehr, sehr langweilig. Ich war halt vor 10 Jahren schon mal da. Ja, ich fand es echt. Also die Örtlichkeit ist halt langweilig. Nicht die Konstellation, sondern die Örtlichkeit. Es reichen eigentlich, glaube ich, auch so 2 Tage, wenn man von morgens bis abends unterwegs ist. Man sieht schon alles, weil mit den Undergrounds ist man halt sehr, sehr schnell unterwegs. Schatz Dolmerin ist immer. Das ist nicht unser Burger. Sondern? Das ist für die Gruppe hier. Ich muss den nur zurechtschneiden. Nee, die essen gerade einfach einen Burger zum Frühstück und das ist schon der zweite. Davor haben wir noch einen Bagel. Ja, in the middle. Schatz, kannst du den Burger reinbeißen? In the middle, die habe ich hier jucken. Ja, dann, ne? Ich wollte es dir nochmal sagen. Nimm nochmal. Ey. Ja. Einmal gucken. So, die Lara hat mal wieder was ausgesucht hier und es sieht echt richtig schön aus. Galata Porta Benzio in Istanbul. Boah, guck mal da hinten. Das sieht echt geil aus hier. Ja, der Trip neigt sich dem Ende. Wir sind am Flughafen. Diesmal sind wir am Heathrow Flughafen. Genau. Und jetzt geht's nach Hause. Wir waren eben die ganze Zeit noch bei Starbucks und haben da gechillt und ich bin die Zeit totgeschlagen. Und gleich geht unser Flug schon. Wir müssen jetzt auch schon zur Sicherheitskontrolle. Links, ja. Auf jeden Fall voll der schöne Flughafen. So, es geht nach Hause. Nolde? Die Gruppe trennt sich jetzt. Tschüss! Zurück in Deutschland und wir lassen jetzt noch Melissa und Furkan ab. Back in Germany. Also Leute, noch ganz kurz, es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, es hätte wärmer sein müssen. Es war wirklich zu kalt. Wir haben jetzt gerade hier 2 Grad. Nicht mal, guck mal, da steht 1 Grad. Wir haben 1 Grad und diese 1 Grad sind gefühlt immer noch wärmer als in London, die 8 oder 9 Grad. London hat wirklich eine ganz, ganz andere Kälte. Wir planen aber schon den nächsten Trip, denn wir wollen auf jeden Fall nach Italien. Ja.